Kitty beantwortet Fragen! Hallöchen, ihr Lieben! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kitty beantwortet Fragen! Was zum Henker war das? Irgend so ein komischer Link und was hältst du davon? Schauen wir doch mal drauf! Ich liebe dieses Lied. Yo, willst du vielleicht auch mal Alien Isolation spielen oder gar Let's Playen? Ist ja so ähnlich wie Dead Space, darum. Ehrlich gesagt habe ich noch gar nicht reingeguckt, ich werde aber später gleich mal reingucken. Weil wenn das wirklich sowas in die Richtung ist, dann wäre das eine Überlegung wert. Meine Freundin behauptet immer, du wärst verlobt mit Van Helsing. Stimmt das? Nein! Ich habe schon so oft gesagt, ich bin mit Alexander Skarsgård verlobt. Alexander, wenn du das hier siehst, herz für dich. Ich freue mich, wenn du später heimkommst, Honey. Hm? Wenn du nur einen Wunsch im Leben hättest, der sich erfüllt, wenn du ihn nur aussprichst, was wünschst du dir? Wow, das ist wirklich eine wirklich schwere Frage, wenn ich jetzt nicht sowas sagen kann wie noch ganz viele andere Wünsche. Ich glaube, ich sollte jetzt sowas sagen, sowas total Tolles, wie ich heile alle Krankheiten oder sowas. Aber ich würde einfach mir ganz viel Geld wünschen, eine Summe, keine Ahnung, wie viel jetzt ich da mir wünschen wollen würde. Und dann könnte ich damit ja Gutes machen und ich würde vor allem auch meinem Umkreis Menschen helfen können. Ich finde, damit kann man schon eine Menge machen und ich würde mir auch gerne Wünsche erfüllen. Ich würde, keine Ahnung, sowas zum Beispiel oder eine Rundreise. Ich glaube, ich würde mir wirklich Geld wünschen, damit kann ich mir ja ganz viele andere Wünsche erfüllen und helfen und so weiter und anlegen. Deshalb, ja, ich würde mir einfach ganz stumpf Geld wünschen. Ich hab dich lieb. Von Dr. Fetus. Ich hab dich auch lieb, Dr. Fetus. Hallo, sag mal, könntest du dir eigentlich vorstellen, Teilakt-Fotos, schätze ich mal, mit künstlerischem Hintergrund zu machen? So à la Nuscholli, schätze ich mal. Also, Nuscholli sagt mir jetzt gerade ehrlich gesagt nichts. Ich kann ja mal gucken. Ah, sowas, okay. Also so geschmackvolle Fotografien. Ehrlich gesagt könnte ich mir das schon, also Nacktfotos nicht. Ich würde, denke ich, nicht was zeigen. Also die wichtigsten Stellen könnte ich mir nicht vorstellen, herzuzeigen. Ich wäre bei sowas nicht abgeneigt. Aber ich würde, wie gesagt, weder Geschlechtsteile, Hintern, Brüste oder sowas würde ich nicht zeigen. Hey Kitty, würdest du ein Fantreffen machen wollen? Wenn ja, wo? Ich mag dich und hab dich lieb gewonnen in letzter Zeit. Liebe Grüße, Ross Chess Music. Also wenn, dann würde ich nur mit Jana zusammen so ein Treffen machen. Und bei ihr in der Nähe wäre ja tatsächlich Köln und bei mir in der Nähe wäre München in der Nähe. Wir haben uns darüber noch nie so richtig Gedanken gemacht. Wollen wir Freunde sein? Das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich habe dieses Thema momentan oft auf YouTube gesehen. Das ist eine schwierige Sache. Ehrlich gesagt habe ich nur eine Handvoll guter Freunde. Ich bin da auch ein bisschen zurückhaltend geworden bei sowas. Ich finde, man kann nicht ganz viele, ganz gute Freundschaften pflegen. Damit würde man andere Leute dann vernachlässigen. Und ich bin auch, ehrlich gesagt, kein Smalltalk-Fan. Man kann auch nicht einfach mal Freunde werden, sondern das passiert ganz einfach. Hast du einen Freund? Wie alt bist du? Nein, und ich bin 25. Wann let's playst du mal Silent Hill Shattered Memories? Wenn ich es irgendwann mal hinkriege, das zu spielen oder es zum Laufen zu bringen. Hast du einen Freund? Ah, Leute! Ich könnte es mir leisten, dich zu lieben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so wirklich, wie man das auffassen soll und wie das gemeint ist. Wie findest du Beats-Kopfhörer? Überteuert. Hast du schon Tassenküchlein von Dr. Oetker probiert? Nein. Deine Top 3 Lieblingsfilme, Serien. Also Top 3 Lieblingsfilme, Forrest Gump, Fabelhafte Welt der Amelie, Haus der Tausend Leichen. Und Lieblingsserien, das ist sehr, sehr schwer. Da kann ich mich fast nicht entscheiden. Lost, Sex and the City und vielleicht tatsächlich MacLeods Töchter. Aber ich liebe so viele Serien. Wie oft gehst du aufs Oktoberfest? Ich war schon ewig nicht mehr. Bist du Fan von Cindy aus Marzahn? Nein. Was würde es für dich bedeuten, wenn es plötzlich kein Internet mehr geben würde? Ah! Was zockt denn deine Katze für Spiele?
Wie viele Kilometer sind es von Bayern bis zu Jana? Puh, keine Ahnung, aber ich schätze mal so 5 Stunden Fahrt, keine Ahnung. Liebe Grüße, Hermann Alais, Asian Girlfan. Dankeschön, liebe Grüße zurück. Richtiger Name, Janina. Wurdest du in der Schulzeit... ich kann nicht mehr reden. Wurdest du in der Schulzeit stark gemobbt? Ja, ich wurde tatsächlich in der Schulzeit gemobbt. Bis zur 7. Klasse, würde ich mal sagen. Und ja, ich weiß nicht. Möchtet ihr darüber mal ein Video sehen? Über so zum Thema Mobbing? Also eher so eine Art Meinungsvideo, kann ich natürlich nur dazu sagen. Weil ich bin ja kein Experte. Ich weiß nicht, so dass ich meine Meinung dazu sage, meine Erfahrungen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Also es war für mich natürlich schon schlimm. Sagt es mir doch einfach mal. So, das war's jetzt erstmal zum Ask-FM-Video. Wenn ihr das vorherige Ask-FM-Fragen-Video sehen wollt, dann klickt doch einfach hier drüben irgendwo. Klickt auf Abonnieren, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt. Und gebt den ganzen Daumen hoch. Also, ihr Lieben, macht's gut. Tschüdelü.